Die Hiobsbotschaft kam überraschend. Die Karstadt-Filiale in Dortmund steht auf der Streichungsliste, wie viele weitere in Deutschland. Eine Woche später versammeln sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Dortmunder Filiale, um für ihren Standort zu kämpfen. An ihrer Seite Oberbürgermeister Westphal. Er will alles für Karstadt in Dortmund tun. Das Wichtigste ist, erstmal noch mal deutlich zu machen, die Verhandlungen sind nicht zu Ende. Die Beschlussfassung, hier das Haus zu schließen, ist nicht endgültig. Und solange das der Fall ist, haben wir noch eine Perspektive. Wir reden mit den beiden Verhandlungspartnern und wollen alles dazu beitragen, dass dieses Haus geöffnet bleibt. Das muss die Perspektive sein. Und mein Eindruck ist, die Verhandlungspartner sind nicht so weit auseinander, dass das unmöglich ist, sondern da ist noch was möglich. Und deswegen ist die Hoffnung da. Und solange die da ist, kämpfen wir hier gemeinsam für den Erhalt des Hauses. Unterstützung können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch gebrauchen. Denn es ist die zweite Insolvenz, die viele hier mitmachen müssen. Sie haben über Jahre auf Lohn verzichtet, um ihr Unternehmen zu retten. Also ich bin ja schon seit 18 Jahren hier und für mich ist das momentan wirklich eine sehr schwierige Situation. Man ist traurig, wütend. Es ist so eine Mischung von beiden auf jeden Fall, ja. Ich habe keine Ahnung, wie es bei mir weitergeht. Ungewissheit plagt die Angestellten. Am meisten irritiert? Die Filiale in Dortmund ist einer der umsatzstärksten im Konzern. Auch die Lage ist top. Der Westen Hellweg ist eine gut besuchte Einkaufsstraße. Das sorgt für Unmut. Die Stimmung heute war schon sehr gedrückt, das ist schon deutlich. Und ich habe Ihnen auch gesagt, dass ich das, was das Unternehmen in der Leitung tut, mit Ihnen überhaupt nicht akzeptieren kann. Das ist auch eine moralische Bankrotterklärung, weil man mit den Mitarbeitern kaum redet. Selbst der Beschluss, dass man das hier im Januar schließen will, hat man ja in einer Telefonkonferenz mitgeteilt. Der Betriebsratsvorsitzende weiß, dass viele Mitarbeiter hier am Ende ihrer Kräfte sind. Dennoch, kampflos aufgeben, das will hier niemand. Natürlich ist die Stimmung jetzt nicht die beste, ganz klar. Aber wir hoffen trotzdem, dass es weitergeht und werden auch weiter kämpfen, dass es hier weitergeht. Mit Unterstützung der Stadt. Denn Karstadt ist für alle nicht wegzudenken und der Kampf um den Standort nicht aussichtslos.